Auf der Halbinsel Yucatan schillern unter den Baumkronen die Cenoten. In ihnen spiegeln sich Licht und Schatten, glasklar bis in die unendlichen Tiefen des reinen Wassers. 10.000 natürliche Brunnen durchziehen den trockenen Südosten Mexikos. Die Cenoten bilden die einzigen Süßwasserreserven in der Selva Maya, dem tropischen Regenwald. Wir haben das Wissen, um heilige Cenoten im Dschungel zu entdecken. Hinweise liefern uns die mexikanische Platane oder auch der türkisbraunen Motmot. Ein wichtiger Vogel der Maya-Kultur. Er kommuniziert mit den Göttern und lebt in den Cenoten. Auch er kann ein Wegweiser sein. Ein durchlässiges Kalksteinplateau sorgt im Laufe der Jahrhunderte für die Bildung der Cenoten. Im Mittelalter nutzen die Maya diese unterirdischen Systeme für die Landwirtschaft und ihre ruhmreichen Städte. Heilige Stätten, Zufluchtsorte und begehrte Ressourcen. Noch haben die Cenoten nicht alle Geheimnisse offenbart. Die Region Playa del Carmen im Osten der Halbinsel am Karibischen Meer weist entlang der Küste etwa 100 dieser blauen Löcher auf. Eines von ihnen ist der Rio Secreto, der geheime Fluss. Er befindet sich einige Kilometer landeinwärts, tief im Regenwald. Man kann sich nicht vorstellen, was man im Dschungel unter diesen wunderbaren Bäumen findet. Plötzlich erahnt man ein System aus Grotten und Höhlen. Man steigt etwa 15 Meter in die Tiefe und befindet sich dann in einer Art durchlöchertem Käse, charakteristisch für diese Kalksteinlandschaften. Die Halbinsel Yucatan taucht vor über 10 Millionen Jahren aus dem Ozean auf. Der kalkhaltige Boden aus zersetzten Meeresorganismen erodiert allmählich. Dieses Karstrelief führt zur Entstehung von weltweit einzigartigen Höhlen, die sich über 40 Kilometer erstrecken. Wenn es regnet, dringt das Wasser nach und nach in das Gestein, sodass Stalaktiten entstehen, die von der Decke herunterhängen. Das Wasser sickert durch all diese Löcher und Röhren und wird hier gespeichert. Es ist die einzige verfügbare Süßwasserquelle für die gesamte Bevölkerung der Halbinsel Yucatan und ihre Ökosysteme. Dies gilt für die alte Maya-Zivilisation wie auch für uns heute. Nehmen wir als Beispiel diese große Höhle hier. Beginnt das Gestein sich aufzulösen, wird die Decke nicht mehr gestützt und sie bricht in sich zusammen. So entsteht ein Cenote, vom Maya-Wort Zonot abgeleitet, und das bedeutet Höhle mit einem Wasserreservoir. Der yucatekische Regenwald ist die Wiege der Maya-Zivilisation. Ab dem 3. Jahrhundert vor Christus werden die Indigenen sesshaft. Die ersten Dörfer entstehen, wie in Sakalaka. Gott, wir vertrauen dir. Danke, dass du uns in diesen Ort eintreten lässt. Bevor man ein Cenote betritt, muss man zuerst um Erlaubnis fragen,
um das Unglück abzuwenden und nicht krank zu werden. Denn es sind heilige Orte, von den Göttern gegeben. Unsere Vorfahren lebten in diesem Dschungel, wo es keine Brunnen gab. Sie hatten lediglich diese natürlichen Wasserreservoirs und deshalb errichteten sie ihre Dörfer in deren Nähe. Denn Zenoten stehen für Leben. Die Familien nutzen sie als Trinkwasser und für den täglichen Bedarf. Diese Höhlen bieten direkten Zugang zum Grundwasser und ermöglichen, Süßwasser zu speichern und Mais anzubauen. Im Laufe der Jahrhunderte entstehen prosperierende Stadtstaaten mit beeindruckenden Palästen. Zu ihnen zählt auch Uxmal, 400 Kilometer westlich der Riviera Maya. Im 8. Jahrhundert nach Christus errichtet, entwickelt sie sich schnell zur politischen, religiösen und militärischen Hauptstadt. In ihrer Blütezeit verfügt Uxmal über nahezu 20.000 Einwohner und eine geniale Wasserversorgung. Man kann Darstellungen des Regengottes Chag sehen, mit seiner rüsselähnlichen Nase, den auf verschiedenste Weise geschnitzten Augen und ungleichen Zähnen. Wir haben so viele Darstellungen von Chags Kopf, weil er in Uxmal und Umgebung sehr verehrt wird. Alles in Uxmal ist mit dem Regen verbunden. Die Maya bauten Chultunis, große unterirdische Zisternen, sowie viele künstliche Seen zu einem komplexen Bewässerungssystem aus. Es kann 3 bis 5 Millionen Kubikmeter Wasser auffangen. Das sicherte den Verbrauch der Maya und vor allem erzeugte es all den Reichtum, der für die Errichtung dieser Architektur, die wir heute noch sehen, notwendig war. Im 10. Jahrhundert stellen die Maya ihre Monumentalbauten ein und verlassen ihre übervölkerten Stadtstaaten. Dürre und Bodenauslaugung zwingen sie, nach Norden zu ziehen. So auch in die Region um Tulum, wo es mehr Zenoten gibt. Konfrontiert mit den harten Klimabedingungen, Hungersnöten und Epidemien, bitten die Indigenen ihre Priester um Hilfe. Diese nutzen die Zenoten, um mit den Göttern zu kommunizieren. Es ist, als befände man sich an der Pforte zum Übernatürlichen. Hier lebten die wichtigsten Götter. In Dürrezeiten wurden diese, vor allem aber Chag, durch Kinderopfer besänftigt. Kinder waren wohl die bevorzugten Opfergaben der Maya. Dies wurde durch rechtsmedizinische Analysen bestätigt. Ich selbst habe an sterblichen Überresten von Kindern zahlreiche Schnittwunden oder Herzentnahmen festgestellt. Die Maya greifen immer häufiger auf die blutigen Zeremonien in den Zenoten zurück. Der Unterwasserarchäologe Guillermo erforscht diese rituellen Tötungen bereits seit 30 Jahren. Man ist immer aufgeregt, wenn man eine Zenote betritt. Denn als Archäologe, Forscher oder Taucher weiß man nie, was einen erwartet. Diese hier ist flach mit vielen engen Gängen. Wir müssen immer aufpassen, kein Sediment aufzuwirbeln, denn das beeinträchtigt die Sicht. Porque perdemos la visibilidad.
Hier haben wir einen menschlichen Schädel gefunden, der sehr gut erhalten und relativ vollständig ist. Das kann vieles bedeuten. Es könnte ein Ort für Opfer oder Rituale sein, aber auch eine Grabstätte oder eine Grube für Gebeine. Zenoten liefern außergewöhnliche wissenschaftliche Informationen. Nicht nur wegen der kulturellen und archäologischen Artefakte, sondern auch aufgrund ihres hervorragenden Erhaltungszustands. Trotz ihres Niedergangs zu Beginn des 16. Jahrhunderts leisten die Maya bei Ankunft der Spanier erbitterten Widerstand. Die Eroberung von Yucatan dauert fast 20 Jahre und stellt die Konquistadoren in Mérida vor ernste Probleme bei der Wasserversorgung. Unsere Maya-Vorfahren verrieten den Weißen nichts von den Zenoten. Sie kämpften gegen die Weißen, um ihre Ressourcen nicht zu verlieren. Aber diese verfügten über mehr Waffen und nahmen deshalb die heiligen Stätten unserer Vorfahren in Besitz, wie diese hier. Die Invasoren katalogisieren die Maya-Brunnen und lassen sich in ihrer Nähe nieder. Die Indigenen werden versklavt. Die 1665 gegründete Hacienda Temozón birgt den Noch-Zonot, zu Deutsch den großen Cenote. Unsere Großeltern haben sehr gelitten, weil sie ihren Lebensraum verlassen mussten. Doch die Weißen haben uns nicht alle ausgerottet. Und wir können heute hierher zurückkehren, unsere Kultur verbreiten, das Wissen unserer Vorfahren aufleben lassen und so vor dem Vergessen bewahren. In den letzten 20 Jahren haben die Maya den Zugang zu einigen ihrer heiligen Zenoten freigegeben. Diese natürlichen Tempel sind eine wesentliche Einnahmequelle der Dörfer und werden bei Tauchern immer beliebter. Es ist beeindruckend, einen Cenote zu sehen. Das Blau öffnet sich vor dir und lädt dich zum Bad im kühlen Süßwasser ein. Sobald du tauchst, wird nach und nach der ganze Boden des Cenote sichtbar. Denn entlang der Wände ist es immer dunkel. Das verbindet dich wieder mit der Natur, der Vergangenheit, den Ursprüngen und auch wieder mit dir selbst. Wir haben also das Glück, von diesem Erbe profitieren zu können. Es ist einzigartig. Es verschwindet nicht, sondern dauert fort. Es ist ein Privileg.